Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Food Diary und diesmal gibt es für euch ein Food Diary aus Sizilien. Ich habe, als wir im Urlaub in Sizilien waren, an circa 9 oder 10 Tagen meine Mahlzeiten mitgefilmt. Ich habe im Januar, Februar ein Ernährungsexperiment gestartet, ein neues. Ich esse nur noch eine Mahlzeit am Tag, das habe ich auf Sizilien auch fast beibehalten. Wir haben unsere eine Mahlzeit am Tag so 17, 18, 19 Uhr begonnen und manchmal gab es dann doch die Situation, dass wir am Nachmittag frische Feigen bekommen haben, frisch vom Baum, und da habe ich natürlich auch schon eher ein paar Feigen gegessen, oder meine Jungs haben ihr Obst nicht aufgegessen, dann gab es eben noch ein bisschen Melone oder Pfirsich oder Nektarine, aber meistens habe ich nur eine feste Mahlzeit an diesem Tag oder an diesem einen Tag gegessen. Meine ich natürlich nicht meine Kinder, die haben öfters gegessen. Ich meine meine beiden lieben Freunde Henry und Malte, die mit uns auf Sizilien waren, die haben auch nur eine Mahlzeit am Tag gegessen. Meistens haben wir dann 17, 18 oder 19 Uhr diese eine feste Mahlzeit begonnen mit einer Wassermelone. Danach gab es noch eine Monomahlzeit, Früchte wie Feigen oder Nektarinen oder Pfirsiche. Später gab es Gemüsefrüchte wie Tomate, Gurke, auch mal Salat. Wir haben meistens Mono gegessen. Ab und zu, dann gerade zum Schluss, haben wir auch mal so 2, 3, maximal 4 Lebensmittel kombiniert in einem Salat. Aber es war wirklich auch mal interessant zu sehen, was passiert, wenn man vor allem sehr wasserhaltige Früchte isst, was das so mit dem Körpergefühl macht, mit der Verdauung macht. Das war wirklich eine wundervolle Erfahrung. Aber was für mich sehr untypisch war, ich habe sehr viel mehr Früchte gegessen, als für mich üblich ist, und ich habe viel mehr gegessen, als ich gebraucht habe. Das war auch mal sehr interessant, aber wir haben eben auch Sport getrieben. Also wir sind gelaufen, Henry und Malte viel, viel länger als ich. Regelmäßig gejoggt, Kräftigungsübungen gemacht, und wir waren auch regelmäßig am Meer. Und wenn es der Wellengang zugelassen hat, bin ich auch regelmäßig geschwommen. Ihr seht also in diesem Food Diary meine wasserhaltigen, sehr wasserhaltigen Monomahlzeiten. Es gab ganz wenige Kombinationen. Ich habe mich in diesen 3 Wochen auch schleimfrei ernährt. Da gab es ja auch schon ein Video dazu, meine schleimfreie Ernährung nach Arnold Ehre. Das Video verlinke ich euch oben rechts, wer sich dafür interessiert. Was ich aber noch dazu sagen möchte, es gab eine feste Mahlzeit am Tag. Ich hatte aber auch mindestens noch eine flüssige Mahlzeit. Für mich sind die Säfte auch flüssige Mahlzeiten. Ihr wisst ja, für mich ist Grün eine sehr wichtige Lebensmittelkategorie. Und wenn ich auf Reisen bin und ich weiß, wie ich mich mit frischem, hochwertigem Grün versorgen kann, dann nehme ich natürlich auch grüne Pulver mit. Und ich habe eigentlich jeden Tag irgendwas Grünes zu mir genommen. In der ersten Urlaubswoche auch ein paar Chlorella-Presslinge und auch regelmäßig Grassaftpulver. Ich habe mein liebstes grünes Pulver natürlich mitgenommen. Grassaftpulver, das besteht aus Gerste und Kamut. Dann habe ich noch grünes Leben mitgenommen und 7 Kräuter Bitterstoffe. Und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. So, jetzt eine lange Vorrede zu meinem Food Diary. Jetzt geht's endlich los. Es ist nach 18 Uhr. Ich esse jetzt 1/4 einer großen Wassermelone. Die Melone habe ich gegessen, noch ein bisschen Pause dazwischen gehabt, und jetzt gibt es 2 reife Pfirsiche. Als nächste Mahlzeit gibt es frische, reife Feigen als Monomahlzeit, und danach esse ich ein paar Blätter von diesem Romana-Salat, Römer-Salat. So, ich habe noch ein paar leckere Feigen aufgeschnitten. Leckere, reife Feigen. Es ist wieder nach 18 Uhr. Für mich gibt es wieder 1/4 einer großen Wassermelone mit Limettensaft. Nach der Wassermelone habe ich ca. 20 Minuten verstreichen lassen. Jetzt gibt es für mich 2 Nektarinen und danach 3 Pfirsiche. Bei beiden Obstsorten schäle ich die Haut ab. Der letzte Teil meiner Mahlzeit für heute. Ich werde als erstes die Tomaten essen, dann die Gurken und etwas später noch ein paar Blätter von einem Römersalat. Es ist nach 19 Uhr. Für mich gibt es jetzt die erste Mahlzeit am Tag, und das ist 1/4 Wassermelone. Es ist jetzt gegen 20 Uhr. Nach einer kleinen Verdauungspause der Melone gibt es jetzt Feigen, die ich mir aber teile. Die esse ich nicht alleine. Leider. Frische Feigen. Zum Schluss gibt es noch Tomaten, Gurke und Römersalat. Meine erste Mahlzeit beginnt heute gegen 17.47 Uhr, und das ist wieder mal 1/4
Wassermelone. Die Melone habe ich jetzt gegessen, ein bisschen Zeit verstreichen lassen, eine kleine Verdauungspause und jetzt geht es mit Feigen weiter, die ich mir allerdings mit Simon teilen werde. Nach den Feigen gibt es für mich Gemüse und Salat. Das sind Gurkenscheiben, Tomatenscheiben und etwas Knoblauch. Danach esse ich noch saftigen Eisbergsalat und als Nachtisch eine reife, sehr reife Kochbanane. Und die sieht dann so aus. Die kann man wie ein Dessert aus der Schale löffeln und hat ein bisschen was von einem super Aprikosenaroma. Heute mal wieder eine zeitige Mahlzeit am Tag. Gegen 17 Uhr esse ich eine Viertel Wassermelone. Circa 30 Minuten nach der Wassermelone esse ich eine halbe Cantaloupe-Melone. Die haben wir diese Woche im Bioladen gekauft. Zum Abschluss meiner Mahlzeit gibt es einen Tomaten-Zwiebelsalat. Jetzt gibt es für mich noch eine Portion Zwiebeltomaten, aber diesmal mit grünem Leben bestreut. Und grünes Leben, das ist hier so ein grünes Pulver. Wir schauen gleich nochmal schnell, was darin enthalten ist. Alfalfasaft, Gerstengras, Hafergras, Weizengras, Spirulina, Chlorella, Kelp, Brokkoli, Kohl, Grünkohl, Petersilie, Löwenzahn, Brokkolikeimlinge und Dulche. Es ist kurz nach 18 Uhr und ich beginne wieder mit einem großen Stück Wassermelone. Ich habe jetzt die Melone gegessen und ca. 25 Minuten Zeit verstreichen lassen und jetzt genehmige ich mir einen kleinen Teller voll frischer Feigen. Wir waren heute in Barcelona einen Freund von Henry besuchen, der ganz viele Früchte in Permakultur anbaut. Und da habe ich es mir einfach nicht nehmen lassen. Da habe ich schon ein paar oder eine kleine Mahlzeit zu mir genommen. Und zwar 2-3 reife Feigen vom Baum. Und dann habe ich hier auch noch ein paar Früchte, zum Beispiel Kumquat probiert. Das sind frische Goji-Beeren, Physalis. Genau, das habe ich dann alles schon mal probiert. Nach 19 Uhr esse ich eine kleine halbe Wassermelone. Nach der Wassermelone gibt es noch eine kleine Papaya. Aus Sizilien. Nach der Papaya gibt es Maracuja aus Sizilien. Nach den Maracuja-Früchten gibt es frische Feigen. Zur späteren Stunde gibt es für mich noch eine kleine Mahlzeit. Nach den Früchten hier in dieser Schüssel befinden sich Tomaten, Zwiebel, Knoblauch und etwas grünes Lebenpulver. Und hier auf dem Teller Gurke und Eisbergsalat. Wir sind jetzt hier nur noch 2 Tage auf Sizilien. Das heißt, das Reste essen. Jetzt müssen wir die ganzen Früchte, Gemüsefrüchte und Salatteller allmählich aufbrauchen. Deswegen gibt es nach den Früchten noch ein bisschen Salat, eine herzhafte Mahlzeit. Gegen 17.45 Uhr gibt es ein großes Stück Wassermelone mit Limette. Besonders erfrischend und besonders riesig ist dieses Melonenstück. Das ist aber nicht meine erste Mahlzeit heute. Ich hatte schon gegen 13 Uhr 3 reife Kiwis. Habe ich noch vergessen mitzufilmen. Gegen 13.30 Uhr, glaube ich. Da hatte ich 3 reife Kiwis. Genau, und jetzt geht's ans Melonenessen. Als nächstes gibt es noch ein paar Früchte von der Permakulturfarm, die wir gestern gekauft haben. Die Maracuja-Früchte, die lasse ich dem Simon. Die gibt es morgen zum Frühstück. Auch die Kumquats isst Simon gern. Ich werde jetzt die Goji-Beeren essen, ein paar Physalis. Dann diese Frucht vom Baum der Erleuchtung, eine sehr köstliche Frucht. Und auch diese Frucht schmeckt sehr, sehr interessant. Genau, ich werde jetzt erstmal noch die Beeren essen. Heute gibt es zum Abschluss wieder eine herzhafte Mahlzeit. Das sind Tomaten, Zwiebeln, also geraspelt und Knoblauch geschnitten mit grünem Leben, was hier so schön steht. Schmeckt fantastisch. Dazu gibt es noch ein bisschen Römersalat und Portulak. Den hat unser lieber Freund Einschuss Klator aus Nikosia mitgebracht. Und für den Malta, das filme ich jetzt mal mit, gibt es Feigen und Tomaten. Und einen ganz tollen Salat mit geraspelten Gurken und Zwiebeln. Und auch Römersalat ist dabei und noch Tomaten. Ne? Jo, genau. Genau, und für den Henry gibt es auch einen Salat aus Salat. Römersalat, Zwiebel, Gurke und Tomaten. Hast du Knoblauch dabei? Nein, nee. Ohne Knoblauch. Genau, wir lassen es uns jetzt zu späterer Stunde noch schmecken.
kurz nach 17 Uhr und es gibt ein riesiges Stück Wassermelone für mich, für den Simon und für den Henry. Und Wassermelone-Eis. Oh, Wassermelone-Eis. Lecker, das steht da und taut gerade auf. Ja. Erfrischend. Als nächstes gibt es für mich eine halbe Honigmelone. Als nächstes esse ich mit Simon Feigen. Und Simon schnappt sich schon eine Feige. Lecker. Die letzte Mahlzeit für heute, beziehungsweise ich schließe meine große Mahlzeit damit ab. Das sind wieder sonnengereifte Tomaten, geraspelte Zwiebeln und wieder grünes Lebenpulver und noch ein paar Blätter Römersalat. Und für Henry gibt es? Ja, heute mal was ganz Ausgefallenes. Geraspelte Gurke mit geraspelter Gurke und dann noch ein bisschen Zwiebel. Und noch ein bisschen geraspelte Gurke. Und Römersalat. Und Römersalat, genau. Und für dich, Malte? Ja, ich gehe auch steil. Und zwar gibt es bei mir klein geschnittene Tomaten. Die wird noch klein geschnitten mit geraspelter Gurke. Und die esse ich so. Okay, super. Ja, Monogurke. So, jetzt gibt es doch noch eine Mahlzeit. Die letzte Mahlzeit heute auf Sizilien. Wir machen heute alle noch Reste essen. Jetzt habe ich mir noch drei Gurken geraspelt und drei kleine Knoblauchzehen reingeschnitten. Und dazu gibt es wieder grünes Leben. Das war's wieder von mir. Das war mein Food Diary aus Sizilien. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Was haltet ihr von Monomahlzeiten oder von Mahlzeiten mit ganz, ganz wenigen Lebensmitteln? Wie ernährt ihr euch jetzt im Sommer? Auch sehr wasserhaltig und mono. Was sind eure Erfahrungen? Ich freue mich über unseren Austausch. Alles Liebe. Bis bald. Eure Silke.